Herzlich willkommen! In diesem Video zeige ich euch, wie man Bruchteile von Größen berechnet. Starten wir mit folgendem Beispiel. Marlenes Lieblingsfilm dauert 77 Minuten, 3/7 der Sendezeit sind bereits vorbei. Wie viele Minuten hat Marlene bereits geschaut? Wir beschäftigen uns mit folgender Frage. Wie viel sind somit 3/7 von 77 Minuten? Kommen wir nochmal zum Thema zurück. Bruchteile von Größen berechnen. Das ist jetzt nichts anderes als 3/7 ist der Bruchteil. Und diese 3/7 wollen wir ja von einer Größe, also von den 77 Minuten berechnen. Und somit, wie viel sind 3/7 von 77 Minuten? Und das funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise. Die Zahl, die im Zähler steht, wird immer multipliziert und die Zahl, die im Nenner steht, wird dividiert. Das heißt, die Zahl, also 77 Minuten, mal den Zähler und durch den Nenner. 77 mal 3 ist ja 231 und dann noch durch den 7er, also durch den Nenner, wären 33. Somit wären 3/7 von 77 Minuten gleich 33 Minuten. Man könnte jedoch auch zuerst durch den Nenner dividieren und dann mit dem Zähler multiplizieren. Ergebnis bleibt das gleiche. 77 durch 7 ist 11, mal 3 sind wieder 33 Minuten. Kurze Empfehlung noch, grundsätzlich ist die Reihenfolge beliebig, aber ich würde euch immer empfehlen, zuerst durch den Nenner zu dividieren, weil die Zahlen einfach viel, viel kleiner bleiben. Bei diesem Zwischenschritt kommen wir auf 231 und bei der zweiten Möglichkeit dann nur auf 11. Und wenn die Brüche noch größer wären, wird das natürlich noch viel, viel, viel größer. Und die Antwort wäre dann, Marlene hat bereits 33 Minuten von ihrem Lieblingsfilm geschaut. Kommen wir zu Beispielen. Berechne jetzt den gesuchten Bruchteil. Tipp, dividiere zuerst durch den Nenner. Und warum? Weil wir ja die Zahlen möglichst klein halten wollen. Wir wollen jetzt 2/3 von 45 berechnen. Erster Schritt durch den Nenner dividieren. 45 durch 3 können wir im Kopf rechnen, das ist ja 15. Und dann noch mit dem Zähler, also mit dem 2er multiplizieren. 15 mal 2 ist gleich 30. Und somit sind 2/3 von 45 gleich 30. Beim zweiten Beispiel wollen wir jetzt 3/10 von 900 berechnen. Also 900 dividiert durch 10 sind gleich 90. Und dann noch mit dem Zähler multiplizieren. 90 mal 3 sind 270. Und 3/10 von 900 sind 270. Beispiel 8. Gib in der nächstkleineren Einheit an. Tipp, bevor du rechnest, wandle die Zahl zuerst in die nächstkleinere Einheit um, um Kommazahlen beim Rechnen zu vermeiden. Blicken wir auf das erste Beispiel. 3/4 von 5 Meter. Beachten wir nun den Tipp, wir rechnen in die nächstkleinere Einheit um. 5 Meter sind ja gleich 50 Dezimeter. Und jetzt berechnen wir die 3/4. Also erster Schritt, 50 dividiert durch 4. 50 durch 4 sind ja 12,5. Und dann noch 12,5 mal 3. Und das sind ja 37,5 Dezimeter. Also können wir sagen, 3/4 von 5 Metern sind 37,5 Dezimeter in der nächstkleineren Einheit angegeben. Beim zweiten Beispiel sollen wir 6/9 von 1,8 Kilogramm berechnen. 1,8 Kilogramm sind ja 180 Decker und 6/9 von 180 Decker zuerst durch den Nenner dividieren, also 180 dividiert durch 9, das sind 20 und dann nochmal den Zähler, also 20 mal 6,
und wir erhalten 120 Dekar. Also sind 6 Neuntel von 1,8 Kilogramm 120 Dekar bzw. 1,2 Kilogramm. Kommen wir nun zu einem Decksbeispiel. Bei einem Training verschießt eine Fußballmannschaft 2 Neuntel seiner 27 Bälle. Wie viele sind das? Wir berechnen es wieder auf die gleiche Art und Weise. Zuerst durch den Nenner dividieren. 27 durch 9 sind 3. Und 3 mal 2 sind gleich 6 Bälle. Antwort ganz kurz und knackig wären praktisch 6 Bälle. Wenn man es schöner ausformulieren möchte, könnte man schreiben, die Fußballmannschaft verschießt beim Training 6 Bälle. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man mit Bruchteilen das Ganze berechnen kann.